So Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Naruto Ultimate Ninja 3. Ja, jetzt geht es natürlich weiter in dem ultimativen Wettkampf, da ich jetzt gerade aber ein ganz blödes Problem hatte. Beim Aufnehmen sind wir jetzt hier schon mitten in der Szene drin, also geht's einfach mal weiter. Tell me you came all this way just to rescue her. Huh? No. Like I care. It looks like I get your crystals are mine. Hey, no one interrupt. Tja, dann gehen wir jetzt mal gegen Kakuro. Weil ich glaube, da werden wir nicht allzu große Schwierigkeiten haben. Der ist nicht so stark. Und wir sind sowieso immer viel, viel stärker. Okay. Also momentan bin ich ein kleines bisschen verwirrt. Ich kann euch auch sagen, wieso. Kann es irgendwie sein, dass Naruto langsamer gemacht geworden ist? Ich finde es irgendwie langsam. Es liegt vielleicht auch daran, dass ich... ich habe mal offscreen die private Speicher weitergezockt. Und ich habe das Spiel komplett jetzt durchgezockt. Also wirklich komplett durch. Und ja gut, Naruto war da bei mir schon Level 35. Ich glaube, das liegt daran, umso stärker man wird, umso schneller und so wird da auch alles. Aber gut. Ach, schon am Speichern. Ja, jedenfalls war ich fertig mit dem Spiel. Wie gesagt, ich habe absolut alles in dem Spiel geschafft. Und Leute, das war nicht gerade einfach. Und deswegen habe ich jetzt gerade irgendwie so das Gefühl, als ob das ein bisschen zu langsam war, weil meine Charaktere waren schon richtig, ja, waren schon alle so im 30er-Bereich und verdammt schnell. Deswegen wundere ich mich hier gerade, dass Naruto so langsam ist. Okay, kämpfen wir jetzt schon gegen unseren ersten Jonin. Ja, können wir auch machen. Gewinne den Kampf. Ach, wir spielen mit Sasuke. Aber auch Sasuke ist langsam. Ja, für meine Verhältnisse sehr langsam, sorry. Aber ich habe recht. Ernsthaft, so weit hoch? Aber ich habe einfach recht. Und auch noch so schwach, Mann. Ich habe meistens die Gegner schon innerhalb von unter 10 Zählern erledigt. Ja, wie gesagt, ich bin ziemlich hardcore-mäßig gewesen. Deswegen, ich habe das
Spiel dem Sinne mal durchgezockt gehabt. Wenn ihr wollt, kann ich auch mal ja so ein Video machen, was man alles bekommt und so. Was man durch die ganzen S-Missionen bekommt. Das ist ja das Hauptargument hier gewesen. Und besonders, was man bekommt, wenn man 10 Millionen Rio verdient hat. Wenn ihr das möchtet, dass ich das mal zeige, was man da so alles gewinnen kann durch die ganzen S-Missionen, schreibt es unten in die Kommentare. Ernsthaft, und jetzt kämpft er extra. Ernsthaft noch ein Kampf da einfach so dazwischen? Gewinne den Kampf, ja. Ist trotzdem zu langsam, Naruto. Ah ja, und hier gibt es außerdem noch zwei versteckte Charaktere. Dass man die bekommt, ist auch schon nicht wirklich schwierig. Also da finde ich im ersten Teil das deutlich härter, die beiden Charaktere zu finden. Aber relativ nice, aber die Jutsus gefielen mir jetzt nicht so von den Leuten. Aus Spoilergründen werde ich euch nicht erzählen, wer das war. Wie gesagt, vielleicht willst der eine oder andere noch zocken. Wenn ihr gerne wollt, dass ich euch die Charaktere etc. mal zeige, dann schreibt es doch mal in die Kommentare auf. Wie gesagt, das mache ich dann einfach in einem Video mit den ganzen S-Belohnungen und so. Ich habe die natürlich nicht... Das wird dann, ich zeige euch einfach nur, was man da bekommen hat. Und nicht in dem Moment, wo ich es bekommen habe. Außerdem habe ich dazwischen auch gespeichert, so dass man das nicht machen kann mehr. Und ich hatte auch wirklich gesagt, kann man sagen, ich hatte die Schnauze voll, als ich die 10 Millionen Rio gesammelt hatte. Ganz ehrlich, wer kommt auf diese verfickte Idee? Ernsthaft, Mann. Sorry, aber das war einfach nur scheiße. Es hat keinen Spaß gemacht und es war einfach nur lästig. Und das hat echt super doll genervt. Muss ich wirklich sagen, das war richtig, richtig scheiße. Yay. Er kann rennen. Hey, Naruto. Iruka-sensei? No. Anyway, if you ever find yourself in a jam, I might be able to share some value. Awesome. So come. Er ist im Konoha-Dorf nach Kristallen suchen und eins. Ja, spricht bei Shirakos Dugelhaus mit Iruka. Wenn du voll mit so einer Spinne, dann wird sie dir sagen, wie viele Punkte du noch brauchst. Oder? Kannst du auch noch einige. Ja. Ist schon klar. Nee, zu dich brauche ich nicht. Ach, Garas da. Ja, ich wusste jetzt nicht, was man da oben machen sollte. Ja, ich war ein bisschen fokussiert. Darf ich auch mal sein? So, wir kämpfen gegen alles und jeden. Zu Tsunade und Iruka werden wir nicht gehen, weil wir ja nur sammeln müssen. Das ist ja nicht mehr. Ja gut, das mehr, nicht mehr kann man nicht sagen. Es ist... Wie gesagt, es ist... Ja, es ist so ziemlich das, was wir in Revolution auch gesehen haben. Oh, da habe ich ziemlich verkackt gerade.
In Revolution war ja auch das gleiche. Wirklich, wie gesagt, ich hasse das Spiel. Und ich ärgere mich gerade ganz schön doll, dass ich mir die Samurai Edition geholt habe. Bis auf die Figur, die ganz cool ist, und das Special Kostüm für Itachi und Naruto und Sasuke. Das war's dann schon. Den Rest des Spiels brauche ich eigentlich gar nicht. Also ich fand's nicht so doll. Die Story mit Mecha Naruto fand ich geil, aber wie gesagt, das habe ich alles in dem Let's Play erklärt gehabt auch. Also könnt ihr euch ja mal angucken. Was ich aber geil finde, war natürlich auch das mit Mecha Naruto, habe ich ja schon gesagt gehabt. Und was auch super geil war, oh cool, Gamadozu Giri. Stufe da. Ja, cool. Und was ich dann auch noch geil fand, war diese noch nie zuvor gezeigten Szenen, wie Akatsuki zusammengekommen ist, zwei Uchihas und die Special-Folge da mit Kushina und Team Minato und so. Jo, einen roten Punkt haben wir. So, wir könnten jetzt hier auch noch Schriften sammeln, aber das brauche ich alles glücklicherweise nicht. Habe ich schon alle. Wie gesagt, ich habe das Spiel ja schon durch, deswegen machen wir jetzt hier einfach nur noch die Story. Joji, ne? Ja. Okay. Was ist das denn? Oh cool, ein blauer Kristall. Gut, ich werde doch zu Iruka gehen müssen. Cool. Ich wollte eigentlich zu Iruka. Okay, zu denen kann ich nicht gehen. Dann gehen wir erstmal zur Kartenbewegung. Und gehen mal zu den heißen Quellen. Oh, Tanzaku ist gar nicht freigeschaltet hier. Für ein Pech. Okay, hier sind auch keine Leute. Merkwürdig. Gut, dann gehen wir wieder zurück zum Konoha-Wald. Dieses Turnier habe ich lange nicht mehr gespielt, sagen wir es mal so. Oh cool, wieder ein roter. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir jetzt die roten Kristalle nochmal gegeben? 5 oder so. Wie gesagt, zwischen dem vorigen Part und diesem Part liegt schon ein bisschen was dazwischen. Cool. Ein blauer Kristall und da ist noch was. Cool, wieder ein roter. Dass die auch alle ihre Kristalle hier liegen lassen, ne? Gut, hier ist anscheinend auch nichts. Dann müssen wir anscheinend wieder ins Konoha-Dorfzentrum. Ich überlege gerade, wie ich Hinata und Chui helfen soll. Mir fällt nämlich jetzt aber gar nichts ein. Gut, wir haben jetzt hier einen Händler. Komm schon vorbei. Ja, nehmen wir die mal. Vielleicht hilft das mit denen. Wow, 3. Cool, cool. Also man muss zu einem Händler anscheinend gehen. Okay, wusste ich nicht mehr. Und überspringe ich jetzt ein bisschen.
Keine schlechte Kristallausbeute. Noch ein paar mehr, dann sollte das reichen. Okay, da vorne ist wieder ein roter Punkt. Schön, dass die so eine kleine Zwischensequenz immer machen. Damit es gleich weitergeht. Und ich vergesse immer wieder, dass die das selber sagen. Oh, Sakura. Endlich gegen Sakura mal schön auf die Fresse hauen. Leute, ihr wisst, wahrscheinlich die Leute, die all meine Naruto Let's Play schon gesehen haben, ich hasse Sakura. Wieso sage ich eigentlich alle aus dem Team 7? Außer diejenige, die ich meine. Es bringt ja nichts, diese Scheiße aufzuheben. Look hat dir nur so viele Chakras gegeben. Naruto ist einfach nur langsam. Bam. Na, wenigstens schwerer Schaden. Und gewonnen. Ja, ich bin eher kommentarlos, wenn ich aktuell kämpfe, das wisst ihr aber schon. Aber gut, das ist ja auch relativ egal. Naruto Stufe 4. Das hört sich doch schon mal besser an. Werden wir wenigstens ein ganz kleines bisschen stärker und schneller. Wenigstens etwas. 5 Flow Kristalle, geil. Gehen wir mal zu einem Tsunade. Na, wie wird denn besser? Okay, wir bleiben noch 26. Dann gehen wir mal in einer anderen Karte rein. Vielleicht finden wir jetzt mal Gegner. Gut, das ist Tenten. In Ordnung. Ich weiß jetzt gar nicht, was für ein Reglement ich da gemacht habe, aber egal. Kann ich nachher im Pausenbereich gucken. Ja, ich weiß, wie das geht. Besonders das Ende ist am geilsten, also werdet ihr definitiv Knöpfe. Mein Controller werdet ihr definitiv hören, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Nice. Ha. Die Konoha-Anzüge haben, darf ich nicht treffen. Habe ich aber immer gemacht, ich habe das von meiner Seite aus nie erkannt gehabt. Ich rede jetzt davon, wie ich privat gespielt habe. War relativ lustig. So, jetzt kommt gleich das Finale. Einfach so ein Akatsuki-Mantel, ne? Auch nicht schlecht. Diese Zukunft ist gut.
So, ich habe gewonnen. Mit 2000 Punkten fast. Tja, aber eindeutig gewonnen. Ja, mit den Kristallen. Damit wir endlich weiter sind. Ja, solche Minispiele muss man spielen. Sind relativ nervig. Nur 5. Ernsthaft, nur langweilige, schlappe 5. Das geht ja mal gar nicht. Gut, hier ist niemand mehr. Dann gehen wir kurz auf den Trainingsplatz. Da denke ich mal schon, dass da irgendjemand sein wird. Genau den. Gott, gegen Lee. Ich hoffe jetzt nicht sein Minispiel. Ich hasse sein Minispiel. Das sind nämlich 3 langweilige Runden Aufwärmtraining. Die durfte man unter anderem in einigen Missionen auch machen. Nee, Gott sei Dank ein Kampf. Das gefällt mir schon mal. Ich hasse, dass das ja so schwach ist. Muss ich leider sagen, ich hasse das. Bam. Bam. Gut ausgewichen. Sehr gut ausgewichen. Muss ich sagen, nicht schlecht. Genau im richtigen Moment. Brachte nur nichts. Aber das liegt auch daran, dass ich erfahren bin. Ja, ich kann das Spiel ja in- und auswendig. Geheimnisvolle Hilfe trifft einen.